Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier in diesem neuen Video. Das Wetter heute ist richtig fies, es regnet in Strömen, der Himmel ist grau, so richtig ungemütlich eben. Und was könnte man bei diesem Wetter Besseres machen als zu lesen? Und da habe ich doch direkt was für euch, nämlich dieses Buch hier, Gute Fotos, harte Arbeit, geschrieben von meinem guten Kumpel Hermann Hirsch zusammen mit Carsten Mosebach. Und da würde ich mit euch jetzt einfach mal gerne reinschauen. Vielleicht erzähle ich euch direkt zu Anfang einfach mal ein bisschen was über die beiden Autoren, Hermann Hirsch und Carsten Mosebach. Hermann, den kennt ihr vielleicht schon aus dem ein oder anderen Video von mir, der ist einfach ein mega guter Kumpel. Mit dem habe ich schon viele Fotoabenteuer erlebt und auch sonst die ein oder andere Party gemacht. Hermann, der hat nach dem Abitur jetzt erst kürzlich seine Tischlerlehre beendet und möchte sich jetzt aber zu 100% auf die Fotografie konzentrieren und damit tatsächlich auch sein Haupteinkommen generieren. Carsten hingegen, der ist Lehrer an einem Gymnasium und hat dort auch eine Foto-AG schon über mehrere Jahre. Den habe ich mal kennengelernt, als ich mit Hermann zusammen auf Texel fotografieren war. Mega cooler Typ. Wir hatten eine super Zeit zusammen. Und ja, vielleicht habt ihr dann so eine kurze Vorstellung. Die beiden liegen vom Alter her auf jeden Fall weit auseinander, aber es verbindet sie natürlich eine große Sache. Und das ist die Liebe zur Naturfotografie. Lasst mich euch kurz ein bisschen was zur generellen Idee des Buches erzählen. Denn die ist es, den Weg zum perfekten Naturfoto zu visualisieren. Anhand von Texten und anhand von wirklich vielen Bildern. Und das geschieht immer in speziellen Kontexten. Zum Beispiel ist ein Kapitel über die Fotografie von Klatschmohn, eines über das Fotografieren von Füchsen, einmal auf den Färöerinseln, einmal auf Texel. Und dort wird dann wirklich Schritt für Schritt erzählt, wie man vorgegangen ist, um das eine perfekte Naturfoto zu machen, das man sich vorher überlegt hatte. Und da werden dann auch Bilder gezeigt, wo man vielleicht noch rumprobiert hat, die nicht so cool waren. Und dann am Ende natürlich auch das eine Ergebnis, auf das man die ganze Zeit hingearbeitet hat. Wenn ich hier so von einem Buch erzähle, dann ist es für euch natürlich auch super spannend zu erfahren, hey, was bekomme ich denn am Ende wirklich für mein Geld? Und damit möchte ich jetzt mal weitermachen. Das Ganze ist kein Taschenbuch, es ist ein richtiges Buch mit einem dicken Einband. Das heißt, ihr habt den Karton außenrum und vorne auf dem Cover habt ihr diese schöne Schwarz-Weiß-Fotografie des Eichhörnchens vom Hermann. Das Papier ist sehr matt und dadurch bekommt das Bild eine richtig starke Tiefe und es wirkt sehr edel. Das Ganze steht natürlich im harten Kontrast hier zu dem roten Buchrücken und das ist so in Stoff gefasst. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gesangbücher aus den Kirchen kennt, die fühlen sich in etwa ähnlich an. Hinten drauf habt ihr dann natürlich den Titel, die Autoren und den Verlag stehen, in dem es erschienen ist, dem Fotoforum Verlag, damit ihr natürlich im Bücherregal auch wisst, welches Buch ist es eigentlich. Hinten drauf habt ihr dann einfach ein paar Fotos, so um ein bisschen Geschmack dafür zu bekommen, was in dem Buch wohl enthalten ist, einen kleinen Teaser und einmal die beiden Kurzprofile der Fotografen. Das Buch insgesamt umfasst, ich muss es jetzt fast nochmal eben nachschlagen, 168 Seiten. Auf einem, ja, wie ich finde, sehr dicken Papier, also es ist jetzt nicht so fummelig. Man kann hier wirklich schön durchblättern, jede Seite ist sehr griffig und man muss nicht jetzt mal gucken, oh, nochmal anlecken, hier kommen nächste Seite. Das funktioniert wirklich sehr gut und das Papier wirkt so ein bisschen wie satiniert, falls man das so nennt. Das heißt, die Seiten sind wirklich sehr, sehr weich und dadurch macht es halt auch wirklich Spaß durchzublättern, weil man irgendwie nicht das Gefühl hat, etwas Unangenehmes an den Fingern zu haben. Bei einem Buch, in dem sehr viele Fotos enthalten sind, ist es natürlich auch spannend, einfach mal über den Druck zu sprechen. Und der ist meiner Meinung nach sehr gut. Denn hier zum Beispiel bei dem Fuchs, da ist eine schöne Zeichnung in dem Fell, man erkennt viele Details und auch so dieses Gleichgewicht zwischen den Highlights und den Tiefen vermittelt ein schönes Gefühl der Dreidimensionalität, aber es wirkt nicht zu plastisch. Auch die Farben sind ausgewogen meiner Meinung nach, nicht zu krass gesättigt, was ich bei Naturaufnahmen aber auch sehr wichtig finde, damit es halt einfach noch natürlich wirkt. Spannend wird es dann natürlich auch nochmal, wenn wir über den Preis sprechen und da liegen wir summa summarum bei 29,90 €. Dafür bekommt ihr dieses komplette Buch und all das, was ihr gleich noch sehen werdet an Inhalt. Ich glaube, ich kann schon mal vorweg sagen, dass dieser Preis für mich absolut gerechtfertigt ist, denn es bietet eine ganze Menge Mehrwert und man bekommt halt auch einfach eine ganze Menge zu sehen. Ich habe mir hier jetzt die ganze Zeit überlegt, Mensch, wie bekommst du es hin, dass du den Leuten ein bisschen was vom Inhalt zeigen kannst, ein bisschen was von dem Buch präsentieren, ohne dass die dich die ganze Zeit reden sehen müssen. Und habe mich jetzt dazu entschieden, ich mache euch einfach ein paar coole cinematische Aufnahmen von dem Buch, unterlege die mit ein bisschen Musik, ihr bekommt einen coolen Eindruck und wir sehen uns dann hinterher zum Fazit wieder. Bis gleich.
die ganzen Szenen für das Video gedreht habe, hatte ich noch einen Gedanken, den wollte ich super gerne mit euch teilen. Und zwar habe ich so durchgeblättert und dachte, wow, das ist ja ein bisschen wie YouTube in analog. Denn man geht hier irgendwie so diese einzelnen Bilder durch und verfolgt die Entstehung, liest das ein oder andere Wort dazu und denkt, boah, bei der Entstehung des Bildes, da fühle ich mich, als wäre ich live dabei gewesen. Und das finde ich super cool, dass das Buch dieses vermittelt. Man taucht so ein in die Welt des Fotografen, in die Sichtweisen. Und das ist wirklich mega. Das habe ich vorher, glaube ich, so noch nie gesehen. Bei Bildbänden ist es sonst ja meistens mehr eine Präsentation. Hier wird man wirklich mit auf die Reise genommen. Und das finde ich total klasse. Und das soll auch so ein bisschen mein Schlussplädoyer jetzt sein. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. A, weil ich die beiden Typen natürlich total gerne mag, weil es gute Kumpels von mir sind. Aber B, soll das auch wirklich ein ehrliches Feedback an euch sein. Ne? Ich habe immer gesagt, ich will auf meinem YouTube-Kanal niemals irgendwelche Sachen promoten, die ich selber total kacke finde. Und hier ist es genauso. Es ist wirklich ein Produkt, was ich ehrlich, ehrlich gut finde und das ich euch empfehlen möchte. Ja, und ich sage an dieser Stelle, wie immer am Ende des Videos, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Cool, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.